Dann also morgen. Wunderbar, einen schönen Abend für Sie. Der Mann vom Gewerbeaufsichtsamt. Er wollte heute noch vorbeikommen, aber das hätte mir natürlich gar nicht gepasst. Warum bist du überhaupt rangegangen? Du hast vorhin noch groß getönt, dass du heute nicht mehr ans Telefon gehst und auf keinen Fall vor die Tür. Meine Chefin ist quasi immer im Dienst. Wahre Worte. Aber jetzt kommen wir zum gemütlichen Teil des Abends. Ja, und machen uns noch schöner, als wir sowieso schon sind. Mhm. Geht das? Ja, das geht. Ach, Ollichen. Manchmal ist es doch einfach am schönsten zu Hause, ha? Also hoffentlich nicht schon wieder dieser Typ. Ja, warum lässt du es denn nicht einfach klingeln? Hm? Er kann dir doch auf die Mailbox quatschen. Dann kann ich ihm nicht die Meinung geigen. Ja, bitte. Charlie, ich bin's. Ich störe, oder? Ricardo! Nein, du störst mich nie. Um ehrlich zu sein, habe ich gerade das langweiligste Buch meines Lebens weggelegt. Und ich sitze im besten Restaurant der Stadt und langweile mich, weil die charmante Chefin leider nicht da ist. Was denn du? Du bist im Schneiders? Das trifft sich gut. Ich wollte sowieso gleich noch mal nach dem Rechten sehen. In 20 Minuten. Hast du noch so lange? Aber sicher. Du gehörst zu der Sorte Frau, auf die man mit Vergnügen wartet. Das hätte ich gerne schriftlich. Also bis dann. Oh nein, ich bin ja noch nicht angezogen. Und überhaupt? Und überhaupt lässt du deinen Lieblingsneffen sitzen. Ach, Olli, tut mir leid. Ja, ich sehe schon, Schäffers Visite geht vor. Ach. Ricardo hat ja wohl ganz schön den Kopf verdreht. Hm? Ach, je öfter ich ihn treffe, desto besser gefällt er mir. Und wer weiß, vielleicht... Nein, ich muss mich jetzt auf jeden Fall beeilen. Nimm dir zu trinken, ja? Ja. Rebecca, ich hatte heute echt einen harten Tag, ja? 3 Pferde am Anzeichen von der Kolik gezeigt. Ja, gerade nach solchen Tagen muss man sich was gönnen. Komm, lass uns irgendwo was trinken gehen und dann tanzen. Welchen Teil von harter Tag hast du jetzt nicht verstanden? Ach bitte, ich habe so große Lust, mich mal wieder so richtig zu amüsieren. Dann willst du ausgerechnet mit mir tanzen. Geht's dir so schlecht? Sag nichts. Marlene? Diese Nacht hat einfach alles verändert. Und ich weiß, dass Marlene genauso empfindet wie ich. Deshalb klammert sie sich jetzt auch an Tristan und tut so, als ob nichts passiert wäre. Du musst einfach Geduld haben. Geduld? Mann, ich habe auch Gefühle und ich habe es wirklich satt, dass die ganze Zeit darauf herumgetrampelt wird. Ja, das kann ich gut verstehen. Ihr beide trampelt nämlich auch auf meinen rum. Um genau zu sein, auf meinen Nerven. Wie jetzt? Ihr beide? Hast du etwa mit Marlene gesprochen? Oh, und was hat sie gesagt? Sag mal, glaubst du, Marlene geht mit dir ins Bett und macht sich dann keine Gedanken? Und Fakt ist, sie hat sich für Tristan entschieden. Und damit ist alles gesagt. Ja. Was? Ist Bina auch noch? Nee, ich bin noch hier. Dann komme ich direkt rüber. Ja, ciao. Rebecca, pass auf, es hat noch eine Shooter erwischt. Ich muss noch mal los. Ah, ist ja Schwein gehabt. Dann gehe ich eben alleine auf die Piste. Ja, übertreib's nicht. Der Tierarzt muss heute Nacht nicht mehr kommen. Wenn die Symptome schlimmer werden, dann rufe ich dich an. Und ich übernachte natürlich hier. Das hatten Dana und ich eigentlich vor. Was ist denn los mit euch? Ist euch so langweilig? Wir wären einfach gerne mal ein bisschen ungestört. Aber bisher wurden unsere Pläne leider immer wieder durchkreuzt. Zuletzt von Papa Wolf mit Kettensäge im Anschlag. Ah, ja. Ich hatte mal eine ähnliche Begegnung mit Ollis Mutter. Zwar nicht mit einer Kettensäge, aber dafür mit einem Bratenthermometer. Ja. Naja, wir werden uns dann wohl ein Hotelzimmer nehmen müssen. Obwohl, ich habe da eine romantischere Idee. Du, ich glaube, ich lasse mir mal ein Bad ein. Also vorausgesetzt, du willst das Bad gerade nicht benutzen. Nein, geh ruhig. Okay.
Hey. Christian, hey. Ich wollte mir ein Buch ausleihen. Ich dachte, ihr wärt noch in No Limits. Wir sind schon zurück. Oh, ein Bad für zwei? Nein, ich hatte heute schon eine Dusche, eine kalte. Was ist los? Christian, ich bin's, Marlene. Christian, es ist was Furchtbares passiert. Mhm, ja. Du, bleibst du mal eben dran? Ja. Ja, pass auf. Wenn du mit mir über Rebecca reden willst, ja, dann... Tristan hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich kann verstehen, dass du enttäuscht bist. Aber ich kann Marlenes Gründe auch irgendwie nachvollziehen. Erst mache ich mich jahrelang über die Ehe lustig und dann schieße ich vollkommen übers Ziel hinaus. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich war eifersüchtig und hatte Angst, sie zu verlieren und deswegen habe ich ihr die Pistole auf die Brust gesetzt. Eifersucht, ein tolles Motiv für einen Heiratsantrag. Tristan, du willst sie heiraten, weil du sie liebst. Und als Dank dafür ramme ich ihm ein Messer in die Brust. Marlene, jetzt halt mal den Ball flach. Du hast ihm noch nicht gesagt, dass du ihn verlassen willst. Du hast ihm einfach gesagt, dass du ihn noch nicht heiraten willst. Hast du eigentlich auch gesagt, warum? Mein Leben ist im letzten Jahr zweimal völlig aus den Fugen geraten und ich kann das einfach nicht schon wieder durchmachen. Das wird er auch verstehen, wenn das wirklich alles ist. Aber Marlene, wenn das irgendwas mit Rebecca zu tun hat, dann musst du endlich ehrlich zu dir sein. Und vor allem auch zu Tristan. Vor allem tut mir Rebecca leid. Wenn ich dran denke, wie es mir ging, als ich mich damals in dich verliebt habe. Ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten war. Das hat dich ja keiner gezwungen, eine Hete umzudrehen. Und Rebecca übrigens auch nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass Marlene schneller zu einer Entscheidung findet als du damals. Ich musste mich ja erst krankenhausreif schlagen lassen, bis du endlich eingesehen hast, was Sache ist. Gehst du deinem Pferden eigentlich wieder besser? Mhm. Deswegen konnte ich Hagen auch mit gutem Gewissen mit Dana in den Wald schicken. Du hast die beiden in den Wald geschickt? Mhm. Das war romantisch hier. Nils Sohns. Vater mit Kettensäge, das ist natürlich wirklich hardcore. Erinnerst du dich noch an meine Mutter mit dem Bratenthermometer? Oh ja. Und genau deswegen muss ich den beiden ja auch zum romantischen Versteck im Wald verhelfen. Hm? Wo denn? Diese Waldhütte. Du meinst jetzt aber nicht unsere Waldhütte. Doch, genau die. Ups. Nee. Nee. Doch. Was? Oh nein. Mann, die Hütte steht 350 Tage im Jahr frei. Und jetzt? Na gut, dann ist das halt eine Doppelbuchung. Entweder will keiner auf diese Hütte oder die Leute stehen gleich paarweise davor, wie vor der Arche Noah. Charlie, was machst du eigentlich dauernd an meiner Uhr? Ich schaue nur, wann die Herren von der Gewerbeaufsicht sich endlich die Ehre geben. Ich hätte nämlich noch was Besseres vor. Keine Angst, dein Doktor, der wird ja schon nicht davonlaufen. Ja, das hoffe ich doch. Also weshalb wollen Dana und Hagen unbedingt in der Hütte übernachten? Die zwei hatten in der WG nicht genug Zeit für ihre Familienplanung, wenn du verstehst, was ich meine. Oh, ich verstehe sehr gut. In einer WG hast du für gar nichts Ruhe. Oh, streist heute ja noch mehr als gestern, wenn du von deiner Affäre sprichst. Weil es vielleicht gar keine Affäre mehr ist. Nein. Sag bloß, er geht jetzt zusammen. Natürlich nichts ausgesprochen, aber ich habe den Eindruck, es geht ihm genauso wie mir. Wir empfinden uns irgendwie als Paar. Hört, hört. Ja, ich glaube, es dauert nicht mehr so lang, dann werden wir es offiziell machen.
Chefin, ich weiß, Sie werden gleich sehr wütend werden. Oh nein, heute kann mir gar nichts die Laune verderben. Auch nicht, dass die Gewerbeaufsicht gar nicht kommt. Sie haben gerade angerufen, Sie schaffen es nicht. Das ist die beste Nachricht, die es geben kann. Also, ihr Lieben, wenn jemand nach mir fragt, ich bin im No Limits. Platschuss von Amor.